Wie funktioniert so ein Screening-Instrument? Die Screening-Instrumente wurden entwickelt, damit Personen mit dem Risiko einer Mangelernährung rasch und einfach identifiziert werden können. Ein Screening-Instrument beinhaltet mehrere Parameter, die gemessen und erfasst werden und mit einem Fragebogen abgefragt werden. Um welche Faktoren geht es dabei? Ja, es existieren momentan sehr, sehr viele Screening-Tools und das unterscheidet sich natürlich von Screening-Tool zu Screening-Tool. Es gibt Faktoren, die in fast jedem Instrument vorkommen, wie zum Beispiel der aktuelle Ernährungszustand. Der aktuelle Ernährungszustand wird meist mit dem BMI bestimmt, also Größe und Gewicht. Dann wird sehr häufig auch abgefragt, ob der Ernährungszustand stabil ist. Dies wird meistens mit dem Gewichtsverlust in den letzten Monaten beurteilt. Und ein dritter Punkt, der meistens vorkommt, ist, ob sich der Ernährungszustand in der nächsten Zeit verschlechtern wird. Das wird ganz häufig gemessen mit der momentanen Nahrungszufuhr. Wir haben ja unterschiedliche Settings, wo Personen mangelernährt sein können, wie Krankenhäuser oder auch wie Pflegeheime. Gibt es da eben spezielle Screening-Instrumente spezifisch auf die Settings und vielleicht auch für unterschiedliche Personengruppen? Ja, die gibt es und die Manuel-Forschungsgruppe hat sich genau das näher angeschaut. Welche Screening-Instrumente also für ältere Personen ab 65 Jahren empfohlen werden können? Fangen wir an beim Setting zu Hause. Für zu Hause lebende ältere Personen kann der Screening-Bogen Determine empfohlen werden. Dieses Screening-Tool wurde speziell für ältere Personen entwickelt und vor allem ist es im Selbstgebrauch zu verwenden. Das heißt, der Bogen soll selbst ausgefüllt werden und ältere Personen ein besseres Bewusstsein schaffen hinsichtlich Ernährung und Gesundheit. Ältere Personen, die sich in einer Rehabilitationsinstitution befinden, sollten mit dem Fragebogen NUFFE gescreent werden. NUFFE steht für The Nutritional Form for the Elderly und auch dieses Screening-Tool wurde speziell für Personen ab 65 Jahren entwickelt. Es besteht aus 15 Fragen und es ist ein Fragebogen, welcher ebenfalls auf Selbsteinschätzung basiert. Pro Frage werden maximal 2 Punkte vergeben und insgesamt können 0 bis 30 Punkte erreicht werden. Je höher die Punkteanzahl, desto höher ist das Risiko für Mangelernährung. Für ältere Personen, die in einem Pflegeheim leben, wird der Fragebogen SNAC-RC empfohlen. SNAC bedeutet Short Nutritional Assessment Questionnaire, RC für Residential Care. Der Fragebogen ist ebenfalls sehr einfach auszufüllen. Er beinhaltet nur 4 Fragen, was natürlich speziell für Pflegeheime von Vorteil ist. Für Personen in Krankenhäusern eignen sich laut Manuel-Gruppe das Mini Nutritional Assessment, kurz MNA, oder auch das Malnutrition Screening Tool MST am besten. Wie auch die anderen Screening Tools wurde der MNA nämlich speziell für Personen über 65 Jahren entwickelt. Hier ist es so, dass weniger Punkte ein höheres Risiko für Mangelernährung anzeigen und je höher die Punkte, desto besser ist der Ernährungszustand. Könnten wir nun einen Screening-Bogen genauer ansehen? Ja, natürlich. Wir können gleich den MNA ausprobieren. Und auch Sie sind herzlich dazu eingeladen, den MNA-Screening-Bogen nun bei sich selbst oder jemand anderem auszuprobieren.